furchtbar schlecht. Hier gibt es auch sehr weite Wege, also naja, sollte man vielleicht irgendwie absperren. Oh, hier kommt ja richtig die Kohle plötzlich rein. Was ist denn da los? Wir können direkt Schulden abbezahlen, Leute. Und die Zirkusvorstellung bauen wir final auch noch. Bisschen abseits, wo nicht so viel los ist, damit die Tiere nicht hier so viel Stress haben. Na gut, eigentlich ist mir das auch egal. Oh, eine Fahrradbahn! Das ist ja mal eine coole Sache. Wie groß ist denn der Bagger eigentlich? Der geht hinten auch noch lang. Guckt euch das mal an. Da haben wir richtig viel Platz zum Bauen. Da liegt ein bisschen Kotze herum. Rasenmähen brauchst du jetzt eigentlich nicht unbedingt. Und da geht's bergab. Juhu! Ja, planieren wir hier mal ein bisschen. Das muss natürlich alles ordentlich aussehen. Für den Zirkus. Ein Baum im Weg. Ja, welcher denn? Man sieht das immer nicht so genau. Zirkus L. Ach, der Bahnhof. Keine Ahnung, egal. So heißt der Zirkus jetzt. Mal gucken, ob dort Leute reingehen. Bestimmt. Gibt es so ein paar Verrückte, die sich da das angucken. Genau, da geht auch schon der Erste. Tun wir hier auch mal eine kleine Mauer, also einen kleinen Zaun drum bauen. Damit es ein bisschen getämt aussieht. So, jetzt haben wir von den einfachen Attraktionen jetzt alles bis auf Autofahren, Heckenlabyrinth und das andere. Das soll mir aber egal sein, weil jetzt haben wir einen Anfang gemacht, die Achterbahn fahren. Können Achterbahn fahren. Wir zahlen jetzt erstmal unsere Schulden ab. Und dann müssen wir uns mal einen Platz suchen, wo wir eine kleine Fressmeile uns hinstellen. Ich denke, da werden wir direkt hier um den See bauen. Das ist natürlich immer wieder toll, wie dann hier die ganzen Zäune erstmal weggerissen werden. Wenn man hier was hinbaut. Ach Mensch. Das haben sie nicht schön gemacht. Und jetzt bauen wir hier erstmal den Infostand. Der kommt direkt hierher. Da können nämlich gleich von drei Seiten die Leute ran und dort ihr Geld abladen. Und dann machen wir wieder hier Gleiches für alle. Quatsch in die andere Richtung. Schirmfarbe rot, das bleiben erstmal dabei. Toiletten. Traditionell kostenlos. Bei mir, aber ich habe das ja schon oft genug betont. Luftballonbude hinklatschen. Und dann hier Getränkebar. So, und das ist jetzt sozusagen erste Fressecke. Bisschen Zeug hier hin. Zack, zack. Das Ganze tun wir mit einem Schild. Abgrenzen, dass die Leute das auch sehen. Dass hier die Fressecke ist.
Das war blöd. So rum wollte ich es haben. Genau, und dann, ich denke, wir werden auf jeden Fall noch eine zweite bauen hier oben irgendwo, aber da sehe ich jetzt gerade kein geeignetes Stück Land dafür. Auf jeden Fall machen wir massiv Kohle, was wir jetzt hier schon für Gewinn gemacht haben, das ist ja echt unfassbar. Oh, ich könnte die Fressmeile auch hier hinstellen. Müsste man nur einen Weg dorthin bauen. Dann hätten wir dort nämlich auch gleich wieder Wege für neue Attraktionen hier hinten. Im Moment ist ja, haben wir ja richtig Geld hier. Das ist ja eine Sensation. Erstmal die Bäume abreißen natürlich. Und dann bauen wir hier einfach ein Quadrat. So machen wir das. Infopunkt, zack. Toilette, zack. Luftballon, zack. Und die Getränkebar, zack. Da tun wir dann einfach hier hinten die Wand schön. Achso. Bisschen verschönern hier, verschönern. Dann kommen hier überall Sitzbänke hin. Mülleimer und das ist jetzt einfach hier unsere Fressecke. Fressecke Nummer 2. So einfach geht das. Ach so, das ist da immer noch eins tief. Das sehe ich jetzt erst. Dass das dort nicht ganz hinkommt. Dann bauen wir dort einfach hier unseren Weg hin. Vielleicht noch einen Weg hier rüber dann. Damit es nicht ganz so Sackgasse ist. Und da ist jetzt halt ein Mensch, der dort sauber macht in dem Bereich. Und dann bauen wir hier noch eine, einfach hier grundsätzlich noch Hecke drumrum. Eine Attraktion, eine Flussfahrt, das ist auch eine richtig coole Attraktion, wenn das die ist. Ist das die, die ich meine? Genau, das ist die, die ich meine. So, ach, was haben wir hier schon? Landschaft, ein Gruselthema, cool. Jetzt müssen wir aber erstmal unser Schild hinstellen. Ach, ich bin noch heute wieder ein bisschen hier. Ach, Mensch. Fressecke, zack. Ja, so läuft das. Sicherheits... Ach, du sollst doch den... den Rasen gar nicht mähen, mein Lieber. Das ist doch eine total schwachsinnige Aufgabe, die du dort vornimmst. Das braucht doch nun wirklich kein Mensch eigentlich. So, Herr Ohrmann, Sicherheitsmensch. Hinstellen und dann lassen wir so nochmal einige durch den Park laufen. Dann sehe ich das da. Oh, wir brauchen hier einen, der uns... Was wir jetzt schon für Kohle gemacht haben hier, das ist ja unfassbar. Jetzt brauchen wir hier noch einen, der... Achso, ist ein Mechaniker, egal. Na, komm her. Wir brauchen jetzt hier einen, der hier die Blumenbeete
gehst. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass man hier nie alles trifft, egal. Nee, du sollst aber jetzt nicht unbedingt den Rasenmähen. Dafür stelle ich jetzt nochmal extra Leute ein, die nur Rasenmähen machen, sozusagen. Eigentlich bin ich der Meinung, der Rasen kann auch einfach irgendwie dreckig aussehen, aber es ist ja für die Parkwertung, wenn es ein bisschen ordentlicher aussieht, gell? Es ist doch für die Parkwertung. So, wie sieht's aus? Naja, meckern sie schon wieder rum. Ertrag ist okay. Oh, Riesenrad macht ein bisschen Minus. 2 Mark doch zu viel. Na, geh mal runter, ist ja kein Problem. Ist ja gar kein Problem. Oh, ist schwer, ja. Eieiei, jetzt war ich gerade ein bisschen erschrocken. Es ist wahrscheinlich doch meine Munitionskiste natürlich leer. Die da ständig Bang macht. Das ist ja, also hui. Das erschreckt mich immer sehr. So, naja, der Anfang ist gemacht. Wir haben schon wieder 7000, ja, 7000 Mark. Also wir machen von Anfang an hier direkt Kohle. Also da kann man ja fast schon sagen, das Szenario ist schon so gut wie gewonnen. Aber wir dürfen uns natürlich auch nicht zu früh freuen. Das Labyrinth. Das ist halt immer so eine Frage, wo man das hinstellt, weil das ist ja doch relativ platzintensiv, obwohl es eigentlich kaum, ich sag mal, naja, nicht so eine nicht ganz so sinnvolle Attraktion ist, weil die Leute, die rennen zwar los dorthin, aber naja, ihr wisst ja, der Run auf das Ding wird dann immer weniger. Ja, ich baue erstmal hier den Aussichtsturm. Eigentlich müsste man den Aussichtsturm gleich hier oben hinstellen. Ungefähr so. Und natürlich bauen wir jetzt den Zaun wieder dorthin. Das war, glaube ich, der Zaun. Auf welche Höhe gehen wir denn? Machen wir eine Höhe von 50. Ihr seht die Höhenlinien ja dort, wie sie eingeblendet sind. Und dann bauen wir einfach den Weg hier so an der Seite entlang. Na, komm her. Turm. Naja, klingt ein bisschen fantasielos. Wer einen besseren Namen hat, naja, wisst schon, wo ihr das reinschreiben könnt. So, was soll ich sagen? Der Anfang ist gemacht. Wir machen direkt auf Anhieb Plus durch die Eintrittsgelder, durch die massiven Eintrittsgelder, die wir gleich richtig massiv... Oder da liegt Kotze rum. Ei, das kann ich nicht auch mal sitzen lassen. Dass dort Kotze rumliegt, das ist nicht in Ordnung. Da stelle ich ja nochmal Leute ein, die hier umherlaufen und alles wegräumen. So, eine noch. Zack. Ja, und dann sage ich einfach mal für diese Aufnahme...
genau, schön schreien. Tschüss, bis zur nächsten Aufnahmesession oder Folge, je nachdem. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.